Willkommen zum Exkurs Inkscape in Woche 2. Heute lernt ihr, wie ihr selber eure eigenen Icons erstellen könnt. Dafür müsst ihr auf inkscape.org/de/herunterladen gehen und wählt dann dort für euer Betriebssystem die entsprechende Software aus. Wenn ihr die dann runtergeladen habt, klickt ihr euch durch das Installationsmenü und wartet dann, bis es fertig installiert hat. Und wenn es dann fertig ist, dann könnt ihr Inkscape öffnen. In Inkscape selber könnt ihr zoomen, indem ihr die Steuerungstaste gedrückt haltet und die Maus dreht. Wenn ihr hoch und runter scrollen wollt, dann müsst ihr einfach nur das Mausrad drehen. Wenn ihr nach links oder rechts scrollen wollt, drückt ihr die Shift-Taste und dreht am Mausrad. Und wenn ihr das Dokument einfach bewegen wollt, dann drückt ihr das Mausrad und bewegt die Maus dabei. Genau, jetzt öffnen wir Inkscape und Amadeus zeigt euch, wie man das bedient. Genau, hier sehen wir jetzt Inkscape geöffnet. Zunächst einmal sehen wir in der Mitte das Dokument mit seinen Begrenzungen. Da können wir die Form ändern, indem wir unter Datei, Dokumente-Einstellungen hier aus der Liste entweder eine vordefinierte Größe auswählen, also zum Beispiel A4 ist standardmäßig ausgewählt, aber man kann auch A3 wählen, da sieht man, dann wird das Ganze größer. Oder man kann hier auch die genaue Größe einstellen. Diese Oberflächen könnt ihr immer mit dem kleinen Kreuz schließen, dann habt ihr wieder mehr Platz, um zu zeichnen. Wir sehen am linken Rand die einzelnen Tools, um zu zeichnen. Zunächst einmal das Auswahltool, womit ihr einzelne gezeichnete Objekte auswählen und verschieben könnt. Das sehen wir gleich auch nochmal. Zunächst einmal gucken wir uns das Rechteck-Tool an. Dieses könnt ihr benutzen, indem ihr es auswählt und dann die linke Maustaste gedrückt haltet, über den Bildschirm zieht und ihr seht, es entsteht ein Rechteck und wenn ihr loslasst, habt ihr dann das Rechteck erzeugt. Genau. Mit dem Auswahltool könnt ihr dieses dann anklicken und ihr seht, es entstehen so Pfeile drumherum. Wenn ihr das erste Mal anklickt, sind das Pfeile zum Skalieren in entweder zwei Richtungen gleichzeitig an einer Ecke oder in eine Richtung. Wenn ihr nochmal draufklickt, könnt ihr auch das Objekt zum Beispiel drehen, um die Ausrichtung zu ändern. Objekte löschen könnt ihr mit der Entferntaste. Wir sehen hier außerdem auch noch das Kreistool. Das könnt ihr genauso bedienen wie das Rechteck und dann Kreise und Ellipsen erstellen. Den löschen wir auch gleich wieder. Hier sehen wir zum Beispiel auch noch das Polygon-Tool. Damit könnt ihr gleichmäßige Polygone, also zum Beispiel Dreiecke oder Vierecke oder Fünfecke erstellen. Ihr seht auch, immer wenn ihr eines dieser Tools benutzt, ändert sich hier oben das Menü. Und damit kann man noch unterschiedliche Sachen dazu einstellen, also in dem Fall zum Beispiel die Anzahl der Ecken. Und hier zum Beispiel auch, dass das Ganze nicht ein Polygon sein soll, sondern ein entsprechender Stern, den man dann entsprechend auch noch anpassen kann. So, mit dem Auswahltool können wir es wieder auswählen und entfernen. Wir nehmen jetzt erstmal nochmal ein Viereck, um noch was weiteres zu erklären. Und zwar könnt ihr ändern, wie das Ganze ausgefüllt ist und welche Linien es hat, indem ihr auf Objekt, Füllung und Kontur geht. Und dort seht ihr jetzt hier, könnt ihr die Füllung, die Kontur und die Linienart ändern. Unter Füllung könnt ihr die Farbe ändern. Genau, und da habt ihr verschiedene Farbräume. Genau, zum Beispiel RGB, das heißt, ihr könnt den Rotanteil, den Blauanteil unten, den Grünanteil entsprechend anpassen, um eure Farbe einzustellen. Außerdem auch den Alpha-Wert, das ist die Transparenz, also wie durchsichtig euer Objekt ist. Zusätzlich hat ein Objekt auch noch eine grundsätzliche Transparenz, die seht ihr hier unten eingestellt. Im Moment ist die auf 40, das heißt, man kann ein bisschen durchgucken. Das ändere ich jetzt mal, indem ich das auf 100 stelle. Das ist ein Prozent, das heißt 100% Sichtbarkeit bedeutet, es ist gar nicht durchsichtig. Und jetzt sieht man auch hier, kann man schon kräftigere Farben einstellen. Das gleiche gilt auch für die Kontur, das heißt den Umriss. Das heißt, wir wählen hier jetzt eine Füllfarbe aus und können jetzt hier diese Farbe einstellen. Wenn wir ein bisschen ranzoomen, sehen wir auch die Kontur deutlicher. Außerdem kann man die Art der Kontur noch ändern, zum Beispiel wie dick die ist. Das kann man hier hinten ändern. Das heißt, ich kann jetzt hier hinten auch zum Beispiel eine dickere Kontur einstellen und ihr seht, die Kontur wurde dicker. Außerdem kann man auch einstellen, wie sich diese Ecken hier verhalten.
Also im Moment sind es abgerundete Ecken, man kann diese aber auch zum Beispiel auf spitze Ecken umstellen. Oder auch die Strichlinien ändern, zum Beispiel auf gepunktet. Das heißt, wir haben jetzt hier so einen gepunkteten Linienverlauf. Genau. Stellen das Ganze nochmal auf schwarz. Und jetzt haben wir hier unser pinkes Rechteck mit schwarzen Linien. Wir nutzen jetzt die Informationen, um ein kleines Bildchen zu erstellen. Zunächst einmal wähle ich das Kreissymbol aus und öffne eine breite Ellipse. Bei dieser stelle ich jetzt die Füllung auf einen Grauton und die Linie lasse ich schwarz. Als nächstes kann ich diese Ellipse duplizieren, das heißt verdoppeln. Dazu gehe ich auf Bearbeiten und Duplizieren. Jetzt habe ich hier eine zweite Ellipse, die immer noch leicht durchsichtig ist, weil hier drüben der Alpha-Wert nicht ganz hochgestellt ist. Das ändere ich kurz bei beiden Ellipsen, dass wir komplett undurchsichtige Ellipsen haben. Diese Ellipse fülle ich jetzt mit Weiß und skaliere sie etwas in der Breite runter und mache sie auch etwas kürzer und schiebe sie dort an den Rand der anderen. Jetzt kann ich diese auch wieder duplizieren mit Datei, mit Bearbeiten, duplizieren und diese mit einem Grünton füllen, zum Beispiel so einem Dunkelgrün. Diese skaliere ich jetzt wieder etwas runter, indem ich diese Pfeile am Rand benutze und außerdem entferne ich die Kontur. Jetzt sehen wir hier den Grünkreis und die dupliziere ich noch einmal mit Bearbeiten, duplizieren. Fülle diese schwarz aus und skaliere diese auch noch mal etwas runter. So. Vielleicht erkennt ihr schon, was das werden soll. Um das Ganze jetzt gemeinsam zu duplizieren, kann ich entweder im Bearbeiten-Modus mit dem Auswahltool ein kleines Rechteck aufziehen und alles, was darin enthalten ist, wird markiert. Oder ich kann eins auswählen und die Shift-Taste gedrückt halten, um auf andere Objekte zu klicken, um mehrere Sachen auszuwählen. Diese kann ich jetzt auch gemeinsam duplizieren und zur Seite schieben. Außerdem können wir noch das freie Zeichnen-Tool benutzen. Dazu wählt ihr dieses Symbol an der Seite und ihr könnt jetzt selber Linien zeichnen. Dazu klickt ihr mit der linken Maustaste und es entsteht ein Punkt und ihr seht, es entsteht eine Linie zwischen dem geklickten Punkt und dem Cursor. Das heißt, ihr könnt jetzt einen weiteren Punkt erzeugen, indem ihr nochmal klickt und so könnt ihr mehrere Punkte erzeugen. Um das Objekt zu schließen, könnt ihr auch auf dieses erste Rechteck, was dort entstanden ist, klicken und damit wird das Ganze geschlossen. Jetzt könnt ihr das Ganze füllen, indem ihr dem eine Füllfarbe gebt, zum Beispiel weiß. Und ihr könnt jetzt die einzelnen Ecken von dem Objekt auch noch bearbeiten mit dem zweiten Tool in der Leiste. Und ihr seht jetzt hier so kleine Quadrate an den Ecken und diese könnt ihr anfassen und verschieben. Außerdem könnt ihr auch den Typ von diesen Knoten verändern, indem ihr einen auswählt, indem ihr ihn anklickt und hier oben auswählt, welche Art er sein soll. Im Moment ist er auf spitz eingestellt, aber ihr könnt ihn zum Beispiel so auch abrunden. Genau, außerdem könnt ihr auch so eine Linie abrunden, indem ihr in die Mitte der Linie fasst, mit der linken Maus gedrückt haltet und etwas runterzieht. Dadurch entsteht auch eine Krümmung. Das könnt ihr jetzt noch positionieren und zum Beispiel auch die Liniendicke anpassen. So. Das können wir auch mit allen Objekten, mit den anderen Objekten hier machen, die eine Linie haben. Das heißt, wir nehmen mal nicht 10, sondern nur 3 Pixel Breite und schon sind alle etwas dünner. So, ihr könnt auch einen Kreis nehmen, diesen dann mit einer Farbe aus der unteren Leiste füllen. Hier seht ihr auch ganz viele vordefinierte Farben schon und könnt diesen dann bearbeiten, indem ihr unter Pfad Objekt in Pfad umwandeln klickt. Dann erhaltet ihr hier auch diese Knoten und diese könnt ihr dann so verschieben, wie es euch gefällt. Zum Beispiel so.
Ihr könnt jetzt auch den Mund zum Beispiel duplizieren, mit Bearbeiten duplizieren, nach oben schieben, schwarz füllen und ihr könnt die Objekte spiegeln mit den Tools hier oben, wenn ihr das Auswahltool ausgewählt habt, zum Beispiel jetzt horizontal spiegeln und schon erhaltet ihr kleine Augenbrauen. Diese können wir wieder duplizieren. Außerdem können wir wieder mit dem freien Auswahltool noch kleine Beinchen erstellen. Dazu klicke ich wieder mit der linken Maustaste an der Stelle, wo ich einen Punkt haben möchte und schließe das, indem ich auf das erste entstehende Rechteck klicke. Um jetzt genau die gleiche Füllfarbe auszuwählen wie für den Körper schon, kann ich hier unter diesen Pfeilen auf Farbpipette klicken. Dann entsteht so eine kleine Pipette an eurem Cursor und ihr könnt dorthin klicken, wo die Farbe ist, die ihr möchtet. Zum Beispiel dorthin. Und schon habt ihr die gleiche Farbe ausgewählt. Hier können wir nochmal die Linien anpassen und auch nochmal die Knie etwas abrunden, indem wir eine andere Knotenart auswählen. Und um die Abrundung zu verkleinern, könnt ihr hier diese Linien etwas kürzen, die an dem Knoten entstehen. Das können wir hier im Inneren auch machen, sodass die Knie etwas runder aussehen. So. Jetzt seht ihr, das Bein ist gerade vor der Spinne. Um das zu ändern, könnt ihr zusätzlich hier auch im Auswahlmenü die einzelnen Objekte in den Vordergrund oder in den Hintergrund verschieben. In dem Fall wollen wir es nach hinten verschieben, das heißt, wir wählen dieses Icon aus. Und nun können wir dieses Bein auch wiederverwenden, indem wir auf Bearbeiten und Duplizieren klicken. Schon haben wir ein zweites Bein. Jetzt können wir das erste Bein auch noch mal ein Stückchen drehen, indem wir es zweimal anklicken. Dann entstehen diese kleinen Pfeile zum Drehen. Dann können wir es so positionieren, wie wir wollen. Arbeiten, duplizieren. Schon haben wir das dritte Bein. Das können wir auch wieder ein bisschen anders positionieren. Und noch ein viertes Bein. Und auch noch mal etwas gedreht. Wenn wir diese jetzt gemeinsam auswählen, indem wir die Shift-Taste gedrückt halten und die anderen anklicken, können wir diese auch gemeinsam nach hinten verschieben. Diese duplizieren wir noch einmal und spiegeln sie diesmal vertikal und können sie auch gemeinsam nach drüben verschieben. Wenn wir beim Verschieben nur in eine Richtung verschieben wollen, also zum Beispiel nur zur Seite und dabei nicht aus Versehen noch ein bisschen nach unten, können wir dazu die Steuerungstaste gedrückt halten. Und diese verschieben wir wieder in den Hintergrund. Und schon haben wir ein kleines Spinnchen. Um diese Spinne jetzt auch verwenden zu können, wo keine SVGs verwendet werden, können wir diese auch noch exportieren. Zunächst einmal müssen wir aber anpassen, in welchem Bereich das Bild exportiert wird. Dazu können wir unter Datei und Dokumenteinstellungen hier die Größe anpassen. Diese können wir auch an unser Objekt anpassen, indem wir hier auf dieses kleine Plus klicken und Seite an Auswahl anpassen wählen. Außerdem könnt ihr auch in dem Menü noch eine Hintergrundfarbe einstellen, falls ihr die halt nicht transparent haben wollt. Das seht ihr hier unten, Hintergrundfarbe, standardmäßig ist das durchsichtig, aber ihr könnt hier auch beliebige andere Farben wählen, um halt einen anderen Hintergrund zu bekommen. Ich stelle das wieder auf durchsichtig. Okay, genau. Um das Bild jetzt als PNG zu exportieren, könnt ihr unter Datei PNG Bild exportieren wählen. Und ihr seht hier das Menü dazu. Dort solltet ihr meistens Seite auswählen, um den ganzen Bereich zu exportieren. Und dann könnt ihr hier auswählen, wo das hin exportiert werden soll. Hier könnt ihr auch nochmal das Menü dazu öffnen, um einen Pfad auszuwählen. Und dann könnt ihr hier unten exportieren klicken und ihr seht, hier läuft ein Ladebalken durch, wie lange er braucht und dann ist das Bild exportiert als PNG. Ihr könnt das Bild auch speichern als SVG, dazu könnt ihr wählen Datei, Speichern unter, dann könnt ihr wählen, wo das hingespeichert werden soll und dann habt ihr das Ganze auch als SVG gespeichert. Genau, und als SVG könnt ihr das halt dann später noch weiterverwenden, um es halt weiter zu bearbeiten beispielsweise. Genau.
Das war's zu diesem Exkurs. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat und dass ihr jetzt Inkscape runterladet und ein bisschen übt. Wir sehen uns in der nächsten Lektion wieder.